Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 358 Tage über 2. In der letzten Folge haben wir zusammen mit Shion das Schloss des Biestes zu Ende erkundet, sind zu der Erkenntnis gekommen, dass der Schlossinhaber das Biest ist und seine Untertanen alle nicht menschlich sind. Das heißt, das komplette Schloss ist von nichtmenschlichen Wesen, wird von nichtmenschlichen Wesen beherbergt. Das alles und noch viel mehr hätte man natürlich auch vorher schon wissen können, wenn man die Schöne und das Biest kennt. Ja, das ist mal so, natürlich so ein Nebeneffekt, ne? Wenn man mit den ganzen Dingern vertraut ist. Ist das so eine Sache für sich? Ich frage mich, wie Menschen reagieren, die quasi Kingdom Hearts kennengelernt haben und nicht die Disney-Filme kennengelernt haben. Also so beispielsweise Leute, die jetzt so 12, 13, 14 Jahre alt sind, kann ja durchaus sein. Also ich weiß nicht, inwiefern das durch Disney immer durchgekaut wurde. Also es ist ja eher so, dass die ganzen Sachen neu interpretiert werden. Aber gut, wer würde heutzutage auf einem fucking DS spielen? Ne, das, die Frage müsste man sich ja auch stellen. Naja, vielleicht, wenn man sich die HD Edition kauft. Aber gut, ich rede schon wieder zu viel. Ich glaube, ich habe hier genau mit allen gesprochen. Es galt, beziehungsweise gilt immer noch, es hat sich ja nicht von alleine gelöst, eine Mission zu beenden. Kingdom Hearts, achso, ja genau. Naja, habe ich ja das gelesen. Eine Mission gilt es zu bewältigen. Und zwar gibt es irgendeinen Herzlosen, den wir wieder mal penetrieren müssen. Und 7 Kistilainis, die es zu finden gilt. Oh, guck mal, waren wir hier schon? Ja klar. Oh, guck mal, habe ich nicht beim letzten Mal irgendwie erzählt, dass... Habe ich jetzt zweimal, oh, guck mal, gesagt, kam mir so vor. Habe ich nicht beim letzten Mal erzählt, dass die Portale nicht umgewuselt werden? Jetzt haben sie doch den Parkplatz geändert. Der Herzlose, hinter dem wir her sind, wird Neo-Schatten genannt, richtig? Ich hoffe... I hope we don't wind up. Ja, ich hoffe, wir müssen nicht ewig... wir müssen nicht ewig nach ihm suchen. Ja, lass uns mal durch diese Halle gehen. Keine Sorge, so groß ist das Areal nicht. Ach, wäre das doch im realen... Huch. Im realen Leben geil, wenn alles abgesperrt worden werden würde, da wo man nicht hin muss. Also nehmen wir an, du musst jetzt irgendwo hin, halt in den Einkaufsladen oder so. Und damit du dich nicht verlaufst, gibt es überall Barrikaden. Das wäre sehr, sehr praktisch für mich, weil ich ja Orientierungsprobleme habe. Also natürlich nicht im eigenen Ort, aber das hat auch ewig gedauert, bis ich mich da zurechtgefunden habe. Also ich brauche da immer so ein bisschen, ne? Beispielsweise an einer neuen Schule beispielsweise habe ich dann erstmal 2 Monate ungefähr jemanden gebraucht, der immer dann täglich mit mir mitgelaufen ist. Glücklicherweise gab es ja dann Leute, die dann quasi an der Bushaltestelle ja, quasi gewohnt haben, die dann mit mir zusammen zur Schule gelaufen sind und so. Also naja, da brauche ich immer eine Weile, aber wenn ich es dann einmal, wenn ich es mir einmal eingeprägt habe, dann bleibt es auch so. Da kann ich da jetzt durch? Nee, natürlich nicht. Ob das Biest wohl immer noch da hinten hockt? Möglicherweise. Ja, mit dem Biest werden wir natürlich dann dementsprechend auch in Kingdom Hearts 2 zu tun haben. Ist eine ganz interessante Geschichte. Ich weiß nicht, inwiefern es Disney-tastisch ist. Wahrscheinlich schon mega Disney-tastisch. Das ist ja eigentlich so das Ding. Also natürlich kenne ich die Schöne und das Biest. Kann ich auch vorher schon vor Kingdom Hearts, aber eher nur so vom Hören und von den Werbungen. Aber so richtig angeschaut habe ich mir das selber auch nie. Also man kann von Kingdom Hearts auch dann tatsächlich etwas lernen, schätzungsweise. Gott, da hört man es wieder, Controller an und aus. Ich verstehe es nicht, aber egal. Nein, der Spasti ist auch wieder da. Ja, es muss doch sicherlich einen Weg geben, dass Bell und das Biest sich wieder vertragen. Einander vergeben. Es ist der Kerzenständer oder Kerzenhalter, die Kerze. Wie sagt man zu dem Ding? Ja, den wir beim letzten Mal gesehen haben. Ja, wenn sie es nicht tun, dann werde ich für immer eine Tischdekoration bleiben. Ah ja, die waren ja irgendwie verzaubert, ne? Nein, ich werde mit Mademoiselle Belle reden. Vielleicht kann sie ihm ja etwas Logik eintrichtern, ihn zu Sinne bringen. Ich verstehe es nicht. Der Kerzenständervogel möchte kein Kerzenständervogel sein. Also ist diese, lebt diese Bell-Person auch in diesem Schloss. Er sagte etwas über sie und den Meister, dass sie sich einander vergeben sollen. Ich schätze, sie haben einen Streit. Sie muss ziemlich mutig sein, wenn sie
sich gegen so ein Biest stellen kann. Du gehst also davon aus, dass Bell ein Mensch ist? Bis jetzt war es ja kein anderer. Also bis jetzt war kein anderer ein Mensch. Guter Punkt. Nun. Ja, wir sind nicht hier, um sie zu sorgen. Lass uns diesen Herzlosen finden, hinter dem wir her sind. Richtig, richtig, ja. Let's go, Dora! Der ist bestimmt irgendwo nebenan und sorgt dann dafür wieder, dass ich keine 100... fuck you. Fuck you! Oh mein Gott. Jetzt hat er etwa ein anderes Pattern drin, oder wie darf ich das verstehen? Ach komm, komm schon, was denn? Da habe ich dann noch gar nicht den Boden berührt, Mensch. Oh oh, ja, ja, ja. Ich finde das so unnötig, ganz ehrlich. Er hat wieder dasselbe gesagt wie beim letzten Mal. So, mit Heiner, Penz und Olette. Oh, er hat uns fast erwischt. Wobei, jetzt bin ich in der Mitte, das ist doch vorteilhaft. So, vielleicht sollten wir... Moment, ach, die reden ja jetzt. Vielleicht sollten wir uns eine andere Route einfallen lassen in dem Schloss. Das so groß ist, gibt es bestimmt auch geheime... Knocks, ja, geheime Schalter und sowas. Ach so! Es könnte sein, dass das sogar... dass man das sogar nicht vermeiden kann. Okay. Okay. Tja. Wahrscheinlich muss ich dann da rein, könnte ich mir vorstellen. Ich werde es aber trotzdem noch versuchen. Und im Endeffekt ist das Kreisverkehr und ich komme da sowieso hinten ran. Aber das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Was macht er denn? Ja, im Grunde dreht er einfach im Kreis. Warte, ich muss... Oh, was? Das ist ja... ein komisches Muster, was er da hat. Zack. 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 Noch einmal? Nee, okay, gut. Ja. Rüber. 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 Geht doch. Ich weiß doch nicht, was euer Problem ist. Ach, shit, das ist abgesperrt. Ja, jetzt versucht mal wieder rüberzukommen. Da werde ich mich dann... natürlich ist da eine Kiste. Da werde ich mich dann schätzungsweise einfach erwischen lassen, damit es schneller geht. Ah, Feuer, Feuer, Feuer. Habt ihr genug von dem Shit? Gott, ihr seid so groß. Da leckt das Spiel schon wieder. Da leckt doch mein armer DS, der gar kein DS ist. Gott. Ob mein PC eine Identitätskrise hat? Ständig ist er irgendwas anderes, was er nicht sein mag. Wofür er nicht gedacht ist. PSP. GameCube. PS1. PS2. Wobei, vielleicht ist er genau für das gedacht. Von Anfang an habe ich ihn mir eigentlich nur deswegen geholt. Also von daher... Aber das wusste ja er nicht. Er wusste nicht, als was er zur Welt kommen soll. Also doch schon, aber als was er quasi leben soll. Da wären wir dann wieder beim Gender-Gaga. Ja. Ob es Gender-Gaga bei Technik gibt? Wer weiß. Bei Technik. Jetzt muss ich spontan an den Technik denken. Der mit dem Bart, in den Werbepausen immer kam. So ein bisschen wie Marcel Davis, ne? Irgendwann hat man nichts mehr von ihm gehört. Gefühlt, also ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber... ich gucke auch lange, schon lange kein Fernsehen mehr. Genau, da sollten wir jetzt durch. Da wackelt die Einrichtung, da steppt der Bär. Naja, alles für eine Kiste. Hallöchen. Oh, shit. Hundileinis. Mann, mich fuckt das immer so ab, dass ich am Anfang nichts erwähnen kann, solange diese Box da oben ist. Bam! Feuer und Eis kann man schätzungsweise auch miteinander kombinieren. Zumindest kommt es mir so vor, als würde ich mehr Feuerschaden machen, wenn er vereist ist. Macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Weil die Körpertemperatur niedrig ist und dann... Das ist so wie wenn man kalte Hände unter warmes Wasser macht. Brennt dann auch ziemlich. Zwei Kisten? Ne, drei? Naja, fake. Fake, fake, fake. Ich bin verwirrt. Inventierte Steuerung, meine Freunde. Ja, komm, mach weg jetzt hier. Oh nein, ich wollte die Kisten noch einsammeln. Ach, so, das war nur wieder so ein Pseudo-Ladegulasch. Hier findet in Kingdom Hearts 2 übrigens ein Bosskampf statt. Und zwar wird die Tür böse. Wird von einem Herzlosen besessen. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Aber hier natürlich nicht. Vielleicht kommt es ja später noch, wer weiß. Das wäre dann aber tatsächlich Boss Recycle. Ja gut, haben sie ja mit dem Schattenborn auch gemacht. Von daher...
Würde mich nicht wundern. Also würde hier schätzungsweise niemanden wundern. Das hier ist auch, wie gesagt, alles aus Kingdom Hearts 2. Das ist jetzt kein extra Gang. Eta! Perfekto! Wow! Okay, kommt der jetzt vielleicht? Ja, da ist er. Roxas, da drüben. Ach so, die erweiterte Form eines Schattenlurchs. Lass ihn uns auseinandernehmen. Zur Strecke bringen, ja. Wir zeigen ihm, wo die Straße ist. Er ist noch Frischling, er weiß es nicht. Er fährt immer auf den Bürgersteig. Oh. Ist das der Gegner? Weil der ist jetzt nicht so krass. Aber gut, vielleicht sollte ich nicht so laut sein. Nachher haut er mich einmal und ich bin fast tot. Ah. Das war noch nicht alles, oder? Mission erfolgreich, ja, Mission abgeschlossen. Ja. Bereit zurückzukehren. Wir können auch anhalten für Eis und... Ja, das war doch klar. Huch, huch, huch. Wah. Oh. Toll, jetzt hat uns das Biest gesehen. Die Herzlosen gehören nicht hierher, nicht in mein Schloss. Ja, genau, als ob er uns nicht gesehen hat. Wow. Also er hat die Herzlosen bekämpft. Anscheinend. Ich schätze, dieses Schloss spielt nach anderen Regeln, als wir es tun. Oder so. Was meinst du? Ja, frage ich mich auch. Ja, dieser Biest hier ist der Meister, richtig? Ja. Und Xemnas ist unser Meister, richtig? Ja, und? Kommt zum Punkt. Aber wenn Herzlose in unserem Schloss auftauchen, wären wir diejenigen, die sie zur Strecke bringen, nicht Xemnas. Ach so, ja stimmt. Ja, das ist unser Job. Genau, ich dachte, es würde überall so sein. Ich dachte, das bedeutet es, ein Meister zu sein. Aber... ja, schließlich hat er hier auch Diener. Er sollte also nicht kämpfen müssen. Ich würde nicht sagen, dass wir Diener von Xemnas sind, aber... Also unbedingt, aber du hast recht. Wenn er die Herzlosen selber auseinandernimmt, muss er gute Gründe haben. Wie zum Beispiel was? Wie in etwa, dass er ja jemanden beschützen mag. Hm. Lass es uns dabei belassen, Roxas. Axel wartet sicherlich schon. Japp. Ja. Ich dachte, es wäre überall so, dass Meister sich ihre Hände nicht schmutzig machen. Nee. Ich würde mal sagen, dass die... Moment, ich habe 7 Kisten schon eingesammelt gehabt. Ich würde mal sagen, die anderen sind einfach behindert. Ich finde es gut, wenn der Chef auch mal selber rangeht. Ja, und nicht immer die anderen die Drecksarbeit machen lässt. Aber ja, wie wir wissen, sind die beiden ja hier auch die einzigen, die die Mission wirklich erfüllen können. Die anderen können die Herzlosen natürlich penetrieren. Aber so richtig viel haben die ja nicht davon. War das jetzt der Rückweg? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ja, nee, Moment. Was? Da geht's lang. Ja, es ist ein... Nee. Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen verwirrend, weil das eine Tür ist für 2 Etagen, aber nein. Die Karte hat der... Nee, vergiss es. Ich bin einfach bescheuert. Okay, dann gehen wir mal hoch mit meinem bescheuerten Selbst. Gott verdammt. Hier war ja, glaube ich, das Ding sie, ne? Das Portal, genau. Da wurde es geporkt. War eine ganz angenehme Mission. Also war ziemlich einfach, der Typ. So, zurückkehren. Und mal wieder schön Eis schnaggeln. Ich finde es wirklich, ich habe es ja glaube ich schon mal gesagt, so geil, dass sie das wirklich durchgezogen haben. Also in den meisten Fällen, meisten Tagen. Hey ihr zwei, wie war die Arbeit? Glaubt ihr, ihr könnt das so durchhalten mit der doppelten Arbeit? So weit, so gut, ja. So weit läuft's. Roxas hat
den heutigen Herzlosen in 0, nichts erledigt. Oh, großartig, weiter so. Da hat sie noch nicht mal Unrecht, ne? Ich weiß nicht, warum wir so die Herzlosen weiter bekämpfen müssen. Sicher weißt du das. Wir wollen doch Kingdom Hearts vervollständigen. Wir haben unseren ersten Glubscher heute kriegen können, nicht wahr? Erinnerst du dich? Ja, stimmt. Xemnas hat ja Kingdom Hearts gezeigt. Ja, aber was ist es? Das Herz aller Herzen. Es ist da, wo all die Herzen hingehen, die wir aufgesammelt haben. Die du aufgesammelt hast. Genau, es ist wegen euch beiden und dem Handy und dem Schlüsselschwert, dass wir endlich Fortschritte machen. Ja, die Frage ist, was haben die Organisationsmitglieder denn vorher die ganzen Jahre gemacht? Wir kriegen vielleicht endlich Herzen. Selber Herzen. Herzen, die wir unser eigen nennen können. Die Stärke des menschlichen Herzens ist riesig. Oder so. Großartig. Ja, aber wozu brauchen wir es? Bist du verrückt? Ich verstehe einfach nicht, was, warum ein Herz wichtig sein soll. Verstehst du es? Ja, komisch, das jetzt irgendwie so drüber zu reden, ha? Aber hörst du dich nicht auf, dich das zu fragen? Wir kämpfen für etwas, worüber wir nichts wissen. Es ist so ein bisschen wie ich, ne? Die anderen, die akzeptieren es einfach so, yo, ich habe eine Aufgabe, der widme ich mich jetzt mein ganzes Leben und ich bin der Fragensteller und bringe die anderen... Man müsste meinen, ich bringe die anderen dazu, auch da über ihr Verhalten nachzudenken, aber die sagen dann einfach, halt die Fresse, du stellst zu viel Fragen, du denkst zu viel nach, was die jetzt hier im Spiel natürlich nicht machen. Roxas, wir kämpfen, weil wir es wissen wollen, ja. Wir wissen nicht, warum wir kämpfen, weil wir es wissen wollen. Ja, ich schätze, du hast recht. Ja, gut, das ist im Grunde ein Argument. Man, aber... Naja, das ist ein bisschen paradox. Wir arbeiten auf etwas hin. Wir wollen etwas bekommen, von dem wir nicht wissen, ob es uns wirklich gut tut. Normalerweise arbeitet man ja auf etwas hin, weil man weiß, dass es einem gut tut, ne? Bisschen paradox, aber okay. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Kingdom Hearts 358 Tage über 2. In der nächsten Folge schauen wir mal, wie es weitergeht. Bye, bye. All this fighting. I wonder what it's for. Come on, you know what it's for. We have to complete the Great Kingdom Hearts. You saw it too, didn't you? But what is Kingdom Hearts? It's the gathering place of hearts, isn't it? It's where all the hearts wind up after they're released by you. When we gather enough, we might finally get hearts of our own. Hearts shall be made our own. Is Kingdom Hearts really that important? Are you crazy? I just don't see why having a heart is that important, you know? Come on. You're wondering about that now? Well, I don't understand since I don't have a heart. Roxas. We'll understand once we have our own hearts. That's why we fight, to find out what it's about. Okay. I guess you're right.